kam die Sonderburge dann mit der Bitte, nachdem die Bahn dann hier einlief, ja, wenn die ICE-Züge hierher kommen, dann benötigen wir auch einen neuen Bahnhof. Ja, Dienstleiter ist da, also bauen wir einen neuen Bahnhof. Bei der Planung dieses Bahnhofes, ganz langsam, kam dann hier jemand und sagte, Moment mal, wir haben doch auch die Technische Universität hier. Wenn wir dann den Bahnhof bauen, wir brauchen auch ein neues Auditorium, dann können wir ja da gleich die entsprechenden Räumlichkeiten mitschaffen. Schon war die Witwe Clausen auf dem Plan und sagt, Moment, wir haben auch das Südjütländische Sinfonieorchester mit 66 Spielern hier. Die brauchen einen Spielraum und müssen dementsprechend auch Sache hier sein. Was daraus entstanden ist, ist links zu sehen hier. Und dann fährt der Zug ein, die Rolltreppe hoch, dann sitzen sie im Theater oder die Studenten in ihrem Auditorium, die entsprechenden Führungsräume für die Musiker. Der ganze Spaß hat 43 Millionen Euro gekostet. Und gehört jetzt, hier ist es im November eingeweiht worden, das sogenannte Elsion, wie es drüben steht, Welcome to Elsion. Das Ganze ist so gestaltet worden, dass innen drin das Haus der Konzertsaal zu den 7 Besten der Welt gehört, was die Akustik betrifft jetzt. Die haben da alles reingesteckt, was möglich war. Hier fahren wir jetzt über die 1932 gebaute Christiansbrücke. Sie schauen mal hier oben, da sind so nette goldene Kronen drauf. Als diese Brücke im letzten Jahr hier saniert wurde, waren diese Kronen plötzlich verschwunden, die hatte man geklaut. Die sind neu. Rechts dann das Sonderburger Schloss. Dann haben wir hier unten das blaue Gebäude, das ist das ehemalige Hafenamt, da wo der Zoll saß. 63 Busse hatten hier unten Platz, um auf die Mutterdampfer zu warten. Und rechts die ganze Ecke ist ganz neu gebaut worden, da war eine Eis- und Maschinenfabrik, das hat man alles weggerissen. Und das war eine Arbeit, die war in 2,5 Jahren total abgeschlossen. Sehen Sie mal das ganze neue Viertel, was da drunter steht. Hier durch die Sonderburger Stadt, damit wir das nicht alles zu Fuß machen mussten hier. Denn wir können vieles hier im Aufnehmen sagen, was das ist und was das aus sich hat. Ich habe dem Ding den Titel gegeben, der Darmverschluss. Ja, das geht. Ich hoch meine Stiefel mit Ja, hier sieht man noch sehr stark, dass hier die Deutschen seinerzeit am Werk waren. Wir sehen gleich die Schulgebäude, die seinerzeit in der Geschichte hier Preußens, das waren ja immer 56 Jahre, dann hier erbaut worden sind. Wie gesagt, die Sonderburger, die haben sich also in dieser Epoche hier zu Preußen gehören, wahrscheinlich auch ganz wohl gefühlt. Menschenleer. Dänemark so am Wochenende. Wenn hier am Sonnabend der Hammer fällt, dass hier Wochenende eingeläutet sind, dann sind die Leute weg hier, dann sind sie in ihren, auf ihren Schiffen, sie sind in ihren, da läuft ein Busfahrer hier. Ja. Aber das ist tatsächlich so, die haben, also der Feiertag ist in denen heilig, da sitzen sie auf ihrem Schiff in dem Wochenendhaus und zum Angeln oder gucken irgendeine Sportveranstaltung an. Also das ist wirklich hier, dann ist die Stadt geputzt. Kannst du keine Antwort? Nee, wenn hier nicht was. Nee, hier muss.